Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Bei der sommerlichen Hitze mache ich heute eine No-Bake-Torte mit Kokos- und Mango-Geschmack. Dazu brauche ich keinen Backofen, versprochen. Ich brauche nur Kekskrümel für den Boden und geschmolzene Butter. Das Ganze wird nur vermengt, kommt dann in unsere neue Springform aus der Mint Edition und ruht sich dann eine halbe Stunde im Kühlschrank aus. Kurz vor Ablauf der halben Stunde kann man sich dann schon mal um die Füllung kümmern. Die ist auch sehr einfach zubereitet. Ich brauche nur Frischkäse, Joghurt, Kokosmilch, Zucker und sofort Gelatine. Die ist immer super bequem, weil die muss man nicht einweichen. Die gibt man einfach dazu und verrührt alles. Das Ganze kommt dann auf den gekühlten Boden, kommt dann nochmal für 2 Stunden in den Kühlschrank und dann gebe ich noch Mango, frische und pürierte drauf. Unsere No-Bake-Torte ist jetzt fertig. Am besten direkt eiskalt wegfuttern. Ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß beim Nachmachen. Alle Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Ansonsten dürft ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann! Decochino. Kreativ backen.